In dieser Vitrine sehen Sie eine Tasche, die besteht in der Außenhaut aus diesem Material, was ich gleich noch erklären werde. Und im Inneren sind ein paar alte Hemden von mir verarbeitet. Das Grundmaterial ist das hier, das ist eine Kofferraumabdeckung eines Pkw, haben Sie alle wahrscheinlich schon mal in der Hand gehabt. Und bei der Produktion von diesen sogenannten PVC-Häuten, das ist ja ein Multikomponentenmaterial aus Polyester und PVC und Weichmachern und Lack und so weiter, werden Tausende pro Tag produziert und dann auf eine Palette gelegt. Und dann kommt irgendein Qualitäter und sagt, das Schwarz ist nicht schwarz genug. Und dann werden Tausende von diesen Häuten einfach wieder vernichtet, ohne dass sie jemals benutzt worden sind. Ein weiteres Beispiel. Wenn Sie ein Auto fahren, haben Sie das schon mal gesehen. Das ist um den Tacho rum oder um das Anzeigeinstrument rum. Das ist ein Kunststoffteil aus schwarzem ABS. Das ist schwarz lackiert, mehrfach. Darum ist eine Blende, die ist verchromt. Auch das ist ein sehr energieaufwendiger Prozess. Dann wird das Ganze zusammengesteckt und der Witz ist, dieses Teil, bis das hier so produziert ist, hat das schon mehr Kilometer hinter sich, als das Auto jemals fahren wird, weil die Spritzgussteile werden zum Beispiel in Portugal auf einer Aufnahme gesteckt, werden dann auf einem LKW in einem Lackierbetrieb in Spanien gefahren. Dort wird das lackiert, dann wird das wieder zurückgebracht, von der Lackieraufnahme runtergenommen. Dann kommt die Blende in einen anderen Betrieb, der diese verchromten Teile herstellt. Da wird es dann zusammengesteckt, dann geht das wieder auf einen LKW, wird in die Firma gebracht, die Anzeigeinstrumente herstellt und so weiter und so weiter. Und zum Schluss kommt ein Qualitäter und sagt, das knackt ja. Und dann werden all diese Teile weggeworfen, als wenn es nichts kosten würde und als wenn wir genug Rohstoffe hätten. Und das ist kein Einzelfall, sondern das passiert jeden Tag palettenweise.